Syrien. Sicherheit für alle. Die verstärkte Militärpräsenz im ganzen Fayum macht das Leben aller. Ich bin wohl nicht der erste Besucher heute. Hotefriss! Nick, er ist nicht hier. Ich muss herausfinden, wo mein Informant ist. Ein Kinderspielzeug. Ich bringe dieses beschissene Krokodil um. Wohlstand für alle. Durch den Aufkauf von ägyptischem Land. Papyrus und Tinte. Nichts, das mir verrät, wo Hotefriss steckt. Moment. Federn? Von einer Brieftaube? Der Handel floriert wie nie zuvor und sorgt damit für ein enormes Wirtschaftswachstum der griechischen Unternehmen in ganzen Wohlstand. Wer macht denn sowas? Was wolltest du beschützen? Sehr viel Zerstörung, aber kein Blut oder Spuren eines Kampfes. Vielleicht konnte er noch fliehen. Diese Schriftrollen verraten mir nichts. Ich sehe mal oben nach. Das Fayum erhebt sich über seine bescheidenen Anfänge. Nach dem Vorbild der griechischen Zivilisation leben Griechen und Ägypter friedlich nebeneinander. Kultur für alle. Wohlstand für alle. Die letzten Schätzungen zeigen, dass sich der Reichtum im Fayum vermehrt hat. Dank der Ptolemäer und der Hilfe des Pharao für griechische Investoren haben sich die Profite vervielfacht. Der Handel floriert wie nie zuvor und sorgt damit für ein enormes Wirtschaftswachstum. Das ist ein Brief von meinem Informanten. Er scheint geflohen zu sein, aber die Soldaten haben seinen Diener. Wenn sein Diener noch lebt, dann weiß er, wo Hotefriss ist. Sie halten ihn bestimmt im Militärlager gefangen.
sollte ich unentdeckt bleiben. Bitte. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Wer bist du? Ein Freund. Halte still und bleib ruhig. Ich hol dich hier raus. Götter, hab Dank. Hat Tote Frist dich geschickt? Nein, aber ich brauche ihn. Mit ihm kann ich das Krokodil finden. Lass du mir helfen? Tote Frist reist mit dem Schiff zum Moeressee. Es hat eine große Statue an Bord, die unser Symbol trägt. Das Krokodil bezahlt seltener, um ihn zu finden. Dann muss ich schnell sein. Bring dich in Sicherheit. Leb wohl.
Nun schickt man schon einen Sohn Ägyptens gegen mich. Es ist lange her, dass ich so viel Blut vergossen habe. Ich komme von Apollodoros. Wir haben gemeinsame Interessen. Wer bist du? Und was willst du von mir, hä? Ich bin Bayek von Siva. Ich will Informationen über das Krokodil. Das Phantom, das das ganze Fayum in die Knie zwang? Was könntest du von ihm wollen? Er gehört einer Gruppe an, die Ägypten vernichten will. Und ich bringe jeden einzelnen von ihnen zur Strecke. Bayek von Siva, du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Das Krokodil veränderte nicht nur das Land, sondern die Menschen. Die, die nicht in Angst vor ihm leben, müssen für ihn arbeiten. Und du weißt nicht, wer das Krokodil ist? Ich habe die Aufzeichnungen eines korrupten griechischen Magistrats. Sie verraten uns vielleicht die Identität dieses Krokodils. Und wenn wir sie Apollodoros übergeben, bringen wir womöglich die ganze Organisation zu Fall. Wo sind sie jetzt? Meine Frau Chenut hat sie für mich versteckt. Solange die Ptolemäer glauben, dass ich sie habe, ist meine Familie sicher. Deshalb muss ich immer in Bewegung bleiben. Hier, dann weiß Chenut, dass du ein Freund bist, dem man trauen kann. Es ist für meine Tochter Shadia. Wenn du sie hast, treffen wir uns im Hafen bei Euhemeria. Bayek, sieh dich auf meinem Schiff um, bevor du gehst. Ich führe Buch über alle örtlichen Probleme, die vielleicht auf das Krokodil zurückgehen. Das könnte dich interessieren, als Magi. Ganze Dorfbevölkerung. Wem ist dieser Schrein gewidmet? Ich bete für die Menschen, die in Dionysias durch das Feuer starben. Jemand brennt ihre Höfe nieder. Du, Magi, könntest dem ein Ende setzen. Ich werde es versuchen.